Bei mir sitzt jetzt die Repräsentantin des Roskilde Festivals. Willkommen. Vielen Dank. Erzähl uns doch mal, was deine Tätigkeit hier ist und wofür das Festival steht. Also ich bin Leanne und ich bin wie gesagt vom Roskilde Festival in Dänemark. Und wir machen hier halt zusammen mit dem MS Dockville Kunstcamp, machen wir den Roskilde Roadtrip. Wir wollen halt sehr gerne zeigen, dass das Roskilde Festival sehr viel mehr als nur Musik bietet. Es bietet auch Kunst und es geht um Performances und um das ganze Miteinander sein, das ganze Miteinander arbeiten und genau, also zusammen sein. Alles klar. Die Teilnehmer, die hier da sind, die sind ja ehrenamtlich tätig. Und zum Beispiel, kannst du was zu diesem Kunstwerk hier was erzählen? Genau, also wir sitzen hier in so einem Tipi, würde ich das mal nennen. Das ist vom Pantheon Bar Kollektiv. Das ist eine Künstlergruppe aus Berlin. Und genauso wie alle anderen hier sind sie halt so freiwillig hier tätig und sind jetzt vorbeigekommen, weil sie das Konzept toll fanden und haben unter anderem dieses Kunstwerk hier gemacht, aber auch ganz viele andere Sachen hier auf dem Gelände. Also die Teilnehmer konnten hier aktiv mitmachen, anstatt nur sich passiv von der Musik berieseln zu lassen. Was ist denn hierbei noch entstanden in den letzten Tagen? Also wir haben eine Kombüse draußen, eine Außenküche, die ist sehr, sehr toll und ich finde einfach ein super schönes Beispiel dafür, wie ein Creator sagen kann, so, also ich stelle mir vor, ich mache jetzt diese Küche und das wird da als Sammelstelle dienen. Und da haben einige gesagt, ach, das finde ich ja toll, da möchte ich gerne mitmachen. Und jetzt hat wirklich so eine kleine Gruppe von 6 Leuten eine Außenküche gebaut, wo wir uns jetzt jeden Tag irgendwie uns gut gehen lassen. Ursprünglich kommt die Festivalidee Roskilde ja aus Dänemark. Magst du uns jetzt auch noch mal Infos geben? Zum Roskilde Festival? Also wir sind ein riesig großes, also zumindest im Gegensatz zum MS Dockville sind wir ein recht großes Festival mit 130.000 Besuchern. Das findet jährlich seit 1971 statt und liegt also logischerweise in Roskilde, was 40 Kilometer von Kopenhagen entfernt liegt. Es geht bei uns sehr viel um Nachwuchskünstler, also nicht nur, wir hatten jetzt gerade gestern das Programm-Release. Und viele sagen, ja, wieso kommen nicht größere Bands? Weil wir eben sehr gerne die Künstler von morgen entdecken möchten. Das heißt, man kommt aufs Festival und man lernt nicht nur neue Musik, sondern auch neue Leute, neue Kulturen kennen. Und um das ein bisschen zu promoten, sind wir halt eben jetzt hier auf dem Roskilde Roadtrip. Was für Bands spielen jetzt in diesen Tagen bei uns in Hamburg? Also heute, jetzt gerade, spielt draußen Ice Cream Cathedral, das ist eine dänische Band, die auch dieses Jahr auf dem Festival spielen werden. Heute spielen noch Broke, auch eine dänische Band, die auf dem Festival spielen wird. Rob Robin spielt heute ein DJ-Set und dann gibt es noch Zucker aus Deutschland, die spielen. Und gestern haben noch die Vögel gespielt, eine Hamburger Größe. Und Bottle in England, das ist eine Live Drum and Bass, ein Duo. Und morgen geht es dann weiter mit Lemaitre und DJ Phono. Klingt sehr gut. Was kannst du uns hier noch zu erzählen? Genau, die Kunstszene. Ihr arbeitet ja mit dem Dockville Festival zusammen. Magst du uns darüber auch nochmal informieren? Also wir fanden einfach die Zusammenarbeit oder die Möglichkeit, eine Zusammenarbeit mit dem Dockville Kunstcamp zu machen, sehr interessant. Beim Dockville geht es ja genauso wie bei uns nicht nur um das Kommerzielle und um Geld machen und so weiter, sondern um freiwillige Arbeit und um Künstler zu fördern. Und das fanden wir halt sehr, sehr interessant. Und deshalb sind wir halt dieses Jahr nicht wie letztes Jahr in Berlin, sondern eben in Hamburg. Und das gefällt uns sehr, sehr gut. Habt ihr denn auch Pläne schon für das nächste Jahr, ob ihr wieder nach Hamburg kommt oder letztes Jahr wart ihr ja in Berlin? Gibt es da irgendwie schon Pläne, Ideen, sodass man sich darauf einstellen kann? Also Pläne nicht, aber Wunschgedanken auf jeden Fall. Am besten, wir sind ja jetzt gerade in 5 Städten in Europa, 2 schwedische, 2 norwegische und dann eben hier. Und wir würden sehr gerne nächstes Jahr wiederkommen, aber auch gerne in Berlin sein und vielleicht in weiteren Jahren in noch mehr Städten. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg dabei. Das Konzept zur aktiven Teilnahme und ehrenamtlichen Mitarbeit finde ich super. Davon sollte es mehr geben und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass noch mehr Leute davon erfahren. Da arbeiten wir aber auf jeden Fall daran.
Und ich wünsche auf jeden Fall allen hier noch viel Spaß und wir hören uns ja gleich nochmal die Musik zusammen an. Ne? Super, vielen Dank. Gerne, ciao.